Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Enslaved Odyssey to the West. Ja, wir stehen hier immer noch am Minenfeld rum und müssen da jetzt irgendwie rüberkommen. Unsere gute Begleiterin, deren Namen wir übrigens immer noch nicht kennen, hat mich darauf hingewiesen, dass wir dort oben lang können und etwas runterfallen lassen können. Das werde ich jetzt einfach mal versuchen. Dafür müsste ich jetzt allerdings erstmal sehen, wo ich hier überhaupt irgendwo rüberkomme. Am besten ohne dabei in tausend Fetzen zu zerfliegen, weil ich irgendwo aus Versehen auf eine Mine trete. Ich weiß noch nicht, ob das hier gerade weiterhilft. Ich hoffe einfach mal. Wo führt uns das denn jetzt hin? Okay. Ah ja, das sieht gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. Ich brauche noch einen Scan. Das sieht schon wieder nach Gegnern aus. Die werden natürlich nicht gleich aufwachen. Sieht die werden aus, als könntest du an ihnen vorbeischleichen. Die werden einfach tot da liegen bleiben und... Ah, okay, diese Kreise zeigen uns wahrscheinlich an, dass die uns hören können. Das heißt, wenn wir zu laut sind, werden sie aufwachen. Nur weiß ich leider gerade nicht, wie man schleicht. Ich muss mal kurz leider in die Steuerung gucken. Vibration wollte ich übrigens aushaben, danke. Shit, hier steht gar nichts von der Steuerung. Das ist schade. Das ist sogar sehr schade. Das Problem ist, wurde mir denn gesagt, wie ich schleichen kann? Oder gibt es gar kein Schleichen und ich muss hier einfach nur vorbei, laufen, sodass, ich diese Kreise nicht berühre? Das kann natürlich auch sein. Ich werde es einfach mal versuchen. Wenn sie aufwachen, wird es vielleicht gar nicht so schlimm sein. Dann kriegen wir die vielleicht auch irgendwie erledigt. Ich könnte jetzt von hier aus direkt darüber springen, aber ich kann natürlich auch hier erstmal... Wobei... Das ist mit Sicherheit die Reichweite von denen. Wir sammeln erstmal ein paar Blubbels ein. Immer wenn es nicht weitergeht, einfach ein paar Blubbels einsammeln und so tun, als wüsste ich voll, was ich machen muss. Hätte ich voll den Plan. Das ist alles genau so geplant. Ja. Schleichen. Mir wurde nicht gesagt, wie ich schleichen kann, oder? Also wirklich nicht. Na. Sind jetzt alle aufgewacht oder nur der eine? Nee, ich glaube alle, wa? Naja, verprügeln wir die halt. Wow. Das können wir doch ziemlich gut eigentlich. Wow. Wenn ich denn noch ausweichen könnte, aber das fällt mir immer noch ein bisschen schwer. Okay. Das war so natürlich nicht gedacht, aber... Nee, da will ich jetzt nicht runter, sonst komme ich gleich nicht wieder hoch. Total egal, solange wir unser Ziel irgendwie erreichen. Nee, warte mal. Jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Das kann ja nun auch nicht richtig sein. Toll. Das kann... Sag nicht, dass wir hier nur ein paar Blubbels einsammeln können und das war's. Naja, egal. Nehmen wir uns erstmal das Medipack hier. Den letzten Roboter da hinten, den müssen wir ja nicht zwingendermaßen auch noch aufwecken. Sie haben mich gesehen, aber ich bin durch. Okay, er kommentiert das sogar, dass wir ein bisschen doof sind. Ist immer schön. Wenn uns die Spielfigur darauf hinweist, dass wir scheiße waren. Hey, komm zurück!
Räum den Weg für mich frei, sonst komme ich nicht vorbei. Ja, ist ja gut. Jammer doch nicht gleich los, Mädel. Ich krieg das hier schon noch auf die Reihe. Ich wollte mich nur ein bisschen umgucken, ja? Okay, geschafft. Die Frage... Lass mal, Zen. Jetzt können wir loslegen. Was? Hoffentlich geht das Ding noch. Achso, okay. Wir müssen jetzt irgendwie da oben hinzielen. Aha. Drücke RT. Aha. Zack. Zack. Okay, und das hat jetzt nur dieses Fass gemacht? Tu doch was, ich bin total blöd und kann mich nicht selbst verteidigen. Och Mann, Junge, geh da runter. Runter da. Das will er nicht. Das ist großartig. Ich, ja, ihr seht richtig, ich bin gerade zu blöd, den Rückweg zu nehmen. Das habt ihr ganz richtig gesehen. So, sie hat irgendwie einen Schockimpuls gesendet. Nur leider... Oh Gott, ja, wunderbar. Er hat mich in die Mine reingeschubst. Ich bin gerade zum ersten Mal gestorben. Ich habe aber auch ganz schön rumgetrödelt. Bum, 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 Tod und Zerstörung, alles klar. Ja, ich tue ja schon was. Zum Beispiel dich mit einer total albernen Stimme nachahmen. Ey. Ja, genau. Erstmal voll daneben eben. Immer gut. Hallo. Stopp, stopp, stopp. Das ist nicht lieb. Ja, wenn wir den einen hauen, dann boxt uns der andere von hinten. Das übliche Problem. Okay, der eine ist tot. So. Okay, wo ist... Okay, das war's schon. Bist du okay? Jetzt rastet er aus. Jetzt rastet er voll aus. Immer wenn du einen Mech tötest, lade ich seinen Bauplan runter. Finde raus, wie er funktioniert. Das macht dir das Leben leichter. Wenn du mir das Leben leichter machen willst... Warum nimmst du mir dann nicht dieses Ding ab? Ja, vielleicht weil sie dir nicht vertraut. Oh, Moment, einmal kurz. Okay, weiter geht's. Hoch da. Ich hätte gerne ein Medipack. Ich habe nur noch halbes Leben und wenn wir jetzt nochmal kämpfen müssen, so gut bin ich noch nicht, dass ich da nicht mein Leben riskiere dann. B war das, ne? Ja. Wenn wir schon zusammenreisen, sollten wir uns vielleicht mal miteinander bekannt machen. Also, mein Name ist Trippy Tucker, aber die meisten sagen Trip zu mir. Ehrlich gesagt werde ich immer nur Trip genannt. Und du? Ich habe keinen Namen. Du musst doch einen haben. Jeder hat einen. Nicht jeder. Huh. Wie haben dich denn deine Eltern genannt? Sie wurden bei einem Mech-Angriff getötet, als ich klein war. Ich bin in der Wildnis aufgewachsen. Allein. Na, und wie wirst du denn sonst genannt? Monkey. Oh. Ich habe gelernt, durch die Baumkronen vor den Mechs zu fliehen. In den Siedlungen, wo ich Handel treibe, nennen mich manche Monkey. Wenn du mir einen Namen geben willst, kannst du den nehmen. Okay. Monkey. Tja. Passt auch eigentlich ganz gut zu ihm, ne? Der Name. Ist jetzt nicht böse gemeint oder so. Nein. Nein, ja, Trip und Monkey, jetzt wissen wir auch, wie die beiden heißen. Das ist nett. Jetzt muss ich in der Beschreibung nicht immer die Begleiterin und der Protagonist schreiben.
Ja, sehr schön. Trip passt doch eigentlich ganz gut, finde ich. Es ist bestimmt Zufall, dass das so gut passt zur Story. Okay. Wollen wir weiterlaufen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht irgendwelche Secret-Wege übersehen. Beeil dich! Ja. Ist ja gut. Hotel. Runter, bevor uns das Geschütz erfasst. Okay, jetzt geht das wieder los. Ein automatisches Geschütz und Sparks wird losgeschickt. Ich nenne den jetzt einfach immer Sparks. Ich glaube nicht, dass wir hier durchkommen. Warte, ich habe hier eine Treibstoffquelle. Eine Energiezelle? Nein, die stammt noch von früher. Ist in dem Tank da. Sieht aus wie Erdöl. Hey Monkey, wenn du zu dem Geschütz hochkommst, kannst du sie übernehmen. Okay, zu dem Geschütz, nur das Geschütz darf uns ja nicht sehen, richtig? Das heißt, wir müssen... Nein. Okay, dann ballert, rastet es direkt voll aus. Ich würde jetzt einfach mal tippen oder einfach mal versuchen, hier irgendwie mich fallen zu lassen. Das will er nicht, okay. Oh, das tut echt ganz schön weh. Ich hoffe, hier war ein Speicherpunkt, sonst, sonst habe ich ein Problem. Ja, nee, du sollst... Oh Gott. Nee, nee. So funktioniert es schon mal nicht. Vielleicht können wir Trip sagen, dass sie das Geschütz ablenken soll. Und nö, müssen wir uns... Bitte nicht. Bitte sag nicht, dass wir uns jetzt diese Szene immer wieder angucken müssen, wenn ich sterbe. Ich scanne. Ich hasse es. Ich glaube nicht, dass wir hier durchkommen. Warte. Ich habe hier eine Treibstoffquelle. Eine Energiezelle? Nein, die stammt noch von früher. Ist in dem Tank da. Sieht aus wie Erdöl. Hey, Monkey. Wenn du zu dem Geschütz hochkommst, kannst du sie übernehmen. Wenn ich eins hasse, Leute, dann sind es schlecht platzierte Checkpoints. Ich will jetzt nicht kleinlich werden, aber das ist schon verdammt nervig. Ich sag dann immer, ich meine, die Entwickler können ja nicht davon ausgehen, dass man hier immer völlig unbeschadet und ohne einmal zu sterben durchkommt. Das ist, naja, okay. Dann müssen wir uns jetzt umso mehr überlegen, wie wir das machen. Ich könnte sie mal fragen, ob sie irgendwie was... Trip, lenk ihn ab. Ja. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Es wird schwächer. Vorsicht. Nein! Shit. Warum bin ich da reingelaufen? Das war doch irgendwie logisch. Ja, und wieder müssen wir uns die Szene angucken. Ich schneide das dann raus. Das ist wirklich... Also das... Ich kann das vor allen Dingen nicht überspringen. Runter, bevor uns das Geschütz erfasst. Nein, ich kann es nicht überspringen. Es geht wirklich nicht. Okay, auf ein neues. Ich denke mal, das ist so gemeint, dass wir... Also ich werde es jetzt bei diesem Mal werde ich es so machen, dass ich da einmal rüberrenne und dann, also sie ab, das Ding ablenken lasse, rüberrenne und ja, die Frage ist, soll ich es dann mit dem Schießen probieren? Wow, okay. Ganz ruhig. Oder sollte ich wirklich versuchen, da ganz hinzukommen? Naja, ich werde es einfach mal versuchen. Und hoffen, dass ich... Nein. Hoffen, dass ich es diesmal schaffe. Sonst müssen wir uns die Szene gleich nochmal angucken. Vorsicht! Au. Das kann so eigentlich... Okay. Okay, ich glaube, wir sind gerade in Sicherheit. Wir sind in Sicherheit. Okay, voll geladen. Köder bereit. Das heißt, wir können jetzt hier... kauern und dann da hoch. Okay, Trip, dann...
lenke ihn nochmal ab und ich versuche so schnell wie möglich da hochzukommen. Ja, das hat funktioniert, Gott sei Dank. Jetzt muss ich nur warten, bis ihr Ablenkungsmanöver wieder ready ist. Zack. Und dann werde ich wahrscheinlich einfach mal drauf schießen. Das ist großartig. Das ist wunderbar. Ich freue mich sehr. Was soll ich tun? Einfach warten. Ich warte jetzt nochmal, werde sie dann nochmal ablenken lassen und... Das heißt, was heißt das jetzt, dass ich nicht so viel labern einfach... Er ist gepanzert. Das heißt, ich muss da hinrennen. Bleibt das... Okay. Nein! Scheiße! Oh, komm schon! Ihr seid... Oh, ich hasse euch. Und nochmal die Szene angucken. Okay, ihr Lieben. Die Folge wird zu lang, sonst... Ne? Alles klar? Ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ciao.